Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Pro Street. Wir machen da weiter. Mein Controller ist aus, cool. Bitte geh, sonst muss ich gleich nochmal das Spiel neu starten. Ja, geht, cool. Ich hoffe, es passt alles soundtechnisch. Ich war ja in dem einen, wie heißt denn das Spiel? Achso, ich habe übrigens Auto schick gemacht, ne? Oder schick. Also, ich sag jetzt einfach mal schick. Ich war ja in dem einzigen, Exodus Part, den es jetzt die Tage gab, ein bisschen laut. Das heißt ein bisschen, ich habe komplett übersteuert. Es lag daran, dass das Windows mein Mikrofon einfach hochgepegelt hat. Keine Ahnung warum. Mega dumm. Ich habe das Auto komplett umgebaut. Wir haben ein komplett umgebautes Fahrwerk, wir haben den dritten Motor. Und wir haben halt diese Folierung drauf oder Lackierung von mir aus auch. Das war natürlich nicht so gut, dass wir außerhalb des Punktebereichs gekommen sind. Das waren jetzt auch echt nicht so viele Punkte. Alter, warum haben die Gegner waren immer so viele Punkte? Sonst immer maximal 2,8, jetzt sagen wir mal 3,4. Gut, ich glaube, ich muss die Reifen nochmal ändern. Ich hatte jetzt nur noch keine Lust, das zu ändern. Das hat jetzt eben in der Proberunde ganz gut funktioniert, Tatsache. Ich fahre gerade auf sehr hohem Reifendruck, nämlich auf Vollgas-Reifendruck. Aber ich muss sagen, Ehre genommen. 5.500 Punkte fast, das war gut. Damit kann man arbeiten. 2.000 Punkte mehr als der zweite. Läuft. So. Ich würde sagen, das haben wir schon wieder dominiert. Wenn die Katzen zu hören sind, tut mir das leid. Ich glaube, die haben. Also, die haben schon Hunger, aber sie kriegen halt noch nichts zu essen. Weil es eigentlich noch ein bisschen früh ist. Ja, gut, außerhalb des Punktebereichs war jetzt natürlich nicht so cool. Das wird auch sonst drifttechnisch hier gerade ganz ungeil. Ja, das fand ich gut. Aber die 5,5 haben gezeigt, wir können es theoretisch. Reicht ja auch. Ja, 10.000 Punkte, easy. Gut gemacht. Ja, wir haben ein anderes Bodykit drauf, wir haben Vinyls drauf, wir haben Felgenfarbe nochmal heller gemacht. Allerdings besteht der Bug mit der Felgenfarbe immer noch, wie ihr sehr wahrscheinlich jetzt sehen werdet. Ne, jetzt passt es gerade sogar. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass man die... Alter, das ist ewig gedauert, bis ich im Drift war. Dass die Vinyls besser zur Geltung kommen, weil ich dachte, man sieht mehr vom Auto außen während der Fahrt. Ah, doch, zu schnell kann man sein, indem man dann außerhalb von der Punktezone fliegt. Aber war in Ordnung. Ja, man sieht da relativ wenig von den Vinyls. Ich wollte eigentlich auch welche über die Auspuff-Endrohre machen. So ein bei was war denn das? Bei Heat war das, glaube ich, was so einen dummen Bären gemacht hat, der bei der Silvia auf den Endtopf geguckt hat. So richtig dumm. Das finde ich immer sehr lustig. Hier habe ich jetzt diesen Bären genommen, der auf die Felgen guckt. Oder auf die Reifen, aber den sieht man gar nicht. Oh, Rap, doch einen leichten Schaden geholt. Ja. War nicht so gute Runde. Aber immer noch besser als die erste. Nee, nicht mal. Ich warte aktuell wieder auf Freddy, mit dem ich wieder Tarkov spielen will. Also wie gestern. Da hat man den. Ist das. Nee, ist ein Schweinchen, was ich da hingemacht habe, glaube ich. Und kein Bär. Na, da hinten seht ihr es vielleicht so ein bisschen mit den Augen gucken. Wie will man auch sonst gucken? Mit der Nase gucke ich auch selten. Habt ihr recht? Nee!
Boah, ich drift mir aber auch einen zusammen hier, Alter. Komm doch runter. Ja, ne? Der erste Lauf war schon nicht der beste. Ich muss echt sagen, die Rennen hier gefallen mir nicht so gut. Weder vom Aufnehmen noch vom Zuschauen, denke ich mal. Die sind echt ein bisschen langweilig. Ja, mach, los weiter. Und halt die Schnauze! Junge, Junge, Junge. Ja, auf die Heckschürze konnte ich auf jeden Fall keiner drauf machen. Irgendwie in den Bodykit, dass man die ja nicht drauf machen. Hat mir nicht so gut gefallen, aber was will man machen, ne? Und ich glaube, ich würde das den Reifendruck tatsächlich nochmal ändern auf ein bisschen niedrigeren Reifendruck. Weil so ist doch ein bisschen sehr wenig Haftung. Driften ist ja nicht keine Haftung haben, sondern kontrollierter Haftungsabriss oder Gripabriss, sage ich jetzt einfach mal. Nicht, dass ich Fachmann im Driften wäre. Driften ist, glaube ich, laut Definition kontrolliertes Schieben über die angetriebene Achse oder sowas. Deshalb kann man mit dem Frontantrieb dann nicht driften. Ich kann es jetzt nicht ganz genau wiedergeben, wie das ist. Nee! Wir versuchen gleich mal ohne Nitro, ob wir damit besser driften. Das war gar nicht gut schon wieder. Aber wir haben jetzt immer relativ viele Punkte, die Gegner, ne? Also nicht wir, sondern die Gegner haben relativ viele Punkte. Bin verwirrt, woran das jetzt liegt. Ich habe nichts geändert, gar nichts. Vielleicht einfach nur daran, dass wir im nächsten Renntag sind. Und die hier allgemein ein bisschen stärker sind, die Gegner. Komm, Auto, zieh durch. Komm, Auto, du hast doch jetzt schon mehr Leistung als genug, ey. Ah, nee, außerhalb der Punktezone. Und trotzdem haben wir fast keine Punkte, ne? Echt wenig Punkte dafür, dass wir hier eigentlich ganz in Ordnung gerade fahren. Nee! Also irgendwie ist die Strecke nicht meins. Ja, schief, richtig. Bei mir lief's schief. Bruder, kannst du aber laut sagen, ey. Ich nehme hier immer einen zu wenig mit, das sehe ich. Zu schlagende Punkte sind 3400, ey. So, wir machen hier halt noch relativ viele Punkte. Wie auch immer, das gerade nicht gut war für einen Drift, weil das war schnell und im Winkel. Also in einem guten Winkel. Ja, das war immerhin noch mal ein bisschen in Ordnung. Boah, Alter, haben wir noch mal einen zweiten gemacht? Ja. Okay. Am dritten, okay. Aber Alter, die Strecke war gar nicht meins. Ja, 4000 Punkte, aber egal. Wird reichen, um zu gewinnen, sage ich immer. Ja, ne? Aufladung 4? Sind die Vierer-Sachen irgendwelche Sondersachen, die man nur kriegt, wenn man die Sachen hier macht? Wenn man diese Wettbewerbe hier macht? Diese King-Rennentage? Ja komm, Schnauze weiter! Oder kriegt man weniger Punkte beim Driften, wenn das Auto kaputt ist? Das wäre durchaus auch möglich, glaube ich.
Ja, der hat gerade gezackt, da gebe ich offen und ehrlich zu. Und das zackt hier auch gerade. Außerhalb der Punktezone. Ja Mensch, da kommt sehr früh drauf. Bruder, ich bin auf dem Pedal. Ich weiß nicht, ob man weniger Punkte kriegt, wenn man... Nee, geh mir doch weiter Punkte, du Arsch. Alter, und eben habe ich einfach so eine gute Runde gemacht. Oder zwei so gute Runden. Okay. Aber es ist durchaus möglich, dass man weniger Punkte kriegt, wenn man ein kaputtes Auto hat. Darauf wollte ich hinaus. Auf jeden Fall. Hier, komm, mach. Ja, also hat der Punktezahl, das ist schon wieder scheiße. Das sind 200 Punkte, die haben jedes Mal flöten gehen, ne? Das ist halt auch im Endeffekt scheiße. Punkte, ne? Also ich da zum Beispiel, wo ich so am... oh Gott. Ich glaube, jetzt ist das Spiel gerade leise geworden. Ja, ist es? Nice. Also... nicht nice. Dass ich da, wo ich so am Ende von diesem Scheiß rumdrifte, so wenig Punkte kriege, verstehe ich nicht. Aber ich habe jetzt, glaube ich, schon öfters gesagt, dass ich noch nicht ganz verstehe... Ja, haben die alle Punkte zugelegt. Dass ich noch nicht ganz verstehe, wo, wie das hier gemacht ist mit den Drifts. Ich muss auch sagen, Driftrennen finde ich bis auf die Bugs... Also, sagen wir es mal so, von den Renntypen her finde ich die Driftrennen am uninteressantesten. Weil die halt einfach... die Strecken haben sich sehr, sehr schnell wiederholt. Und mit sehr schnell meine ich wirklich sehr, sehr schnell. Ich verstehe auch nicht ganz genau, wann man außerhalb der Zone ist und wann nicht. Ich glaube nicht, dass das immer gleich ist, sondern einfach nur so ein... Guck mal, dass man dafür jetzt nicht richtig viele Punkte kriegt, ne? Man ist ja relativ knapp am Rand. Da würde ich schon denken, dass man dafür noch gut Punkte kriegt. Genauso wie hier. Es sind ja alles Zonen, in denen man in anderen Rennspielen sehr gut Punkte gekriegt hat dafür, ne? 2600 Punkte war ein kompletter Kacklauf. Junge, 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 vorletzten Platz nur, Alter. Nicht mal Geld für gekriegt. Das ist mal peinlich. Okay, wir gucken mal, wie es jetzt bei den nächsten beiden wird. Die Strecke hat mir auch echt nicht so gut gefallen. Es war ja beides mal in etwa die gleiche Strecke, glaube ich. Ich mache gleich auf jeden Fall mal das Auto heil und probiere die Rennstrecken nochmal. Bin mal gespannt, ob ich die dann lieber mag, irgendwie. Weil gefühlt kriegt man deutlich weniger Punkte, wenn das Auto beschädigt ist. Ja, das war doof, von wegen außerhalb der Punktezone. Weil am Anfang lief es ja auch echt gut, muss ich auch noch mal kurz sagen, ne? Und jetzt läuft es gerade gar nicht mehr. Wir haben übrigens natürlich die dicksten Endrohre genommen, die es ging. Weil bei den Sachen, wo ich so an der Wand lang schleife, kriege ich normalerweise auch richtig dick Punkte und jetzt gerade einfach gar nicht. Also, bin ich ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, ob man auf anderen Schwierigkeitsgraden andere Punktzahl kriegt. Wir spielen hier seit einer langen, langen Zeit jetzt schon wieder auf... schwierigstem Schwierigkeitsgrad.
Weiß ja nicht, ob ihr daran zweifelt, aber wir tun das. Oh shit. Ah, schade, das wird außerhalb der Punktezone gewesen sein, ja. RIP. Ansonsten war das sehr, sehr gut. Dieses Außerhalb der Punktezone wäre jetzt halt auch schon wieder 200 Punkte gewesen. Ja, für die Scheiße kriegen wir, also, das ist schlecht gedriftet, aber für die Scheiße kriegen wir sonst immer so viele Punkte. Und jetzt gerade gar keine. Ich werde auf jeden Fall gleich mal das Auto reparieren. Wir haben schon 15 Minuten, ich glaube wir haben nur noch ein oder zwei Rennen. Da haben wir gerade fast gar keine Punkte für gekriegt. Ich will auch nicht immer mit so viel Nitro, weil dann verliere ich sehr, sehr schnell die Kontrolle und fahre außerhalb der Punktezone. Aber das ist halt irgendwie das Einzige, was gerade noch Punkte bringt, ne? Hier vor Crash übrigens immer irgendwie niemand, weil man da nicht mehr anders driften kann. Ja komm, das war eine räudige Kackrunde. Ich möchte gerne das Fahrzeug heile machen. So, jetzt fahren wir nochmal das letzte Rennen. Den finde ich übrigens gut von der Optik her. Ach ja, wir haben auch einen Spoiler darauf gewürfelt, einen vernünftigen jetzt mal. Weil optisch einfach gut. Sehr kurzer Kurs. Der Fuck, warum haben wir auf einmal fast 6000 Punkte? Sag mir nicht, dass es wirklich daran liegt, wie kaputt ein Auto ist. Kann ja nicht sein, oder? Also es macht halt von der Punktevergabe her keinen Unterschied. So, ja, du kriegst Punkte danach, wie heile dein Auto ist. Das wird ja rein von der Logik her, von dem, wonach gewertet wird, überhaupt keinen Sinn machen. Weil es heißt ja sonst immer eine Winkel und Geschwindigkeit. Und Linie. Winkel, Geschwindigkeit und Linie. Und hier ist jetzt auf einmal Hauptsache ein Autoteil oder was? Das wäre random. Also wäre ja okay, wenn es halt irgendwie mal erwähnt werden würde, ne? Weil ich habe mir halt so gedacht, so wenn du mit einem kaputten... Oh Gott, nee, da wollte ich gar nicht hin. Wenn du mit einem kaputten Auto fährst, dann kriegst du nicht so schnell wieder Minuspunkte für defektes Auto. Okay. 6.500 Punkte. 6.600 Punkte. Ja, irgendwie ins Schlingern. Meisten Punkte diese am heutigen Tag, glaube ich. The fuck. Aki Kimura? Wir haben übrigens keine Markensachen oder sowas. Gut, ihr habt gesehen. Es wird besser. Und jetzt fahren wir gegen den Drift King. Mach dich bereit, in mehreren Duellen, die dein Können auf die Probe stellen, gegen den Drift King anzutreten. Arbeite dich nach oben, indem du jeden King im Rennen besiegst. Bla bla bla. Machen wir. Im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Haut rein und tschüss.